Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, die zweite Bundesliga jetzt in einer ganz normalen Prognose. Das war letzte Woche mit dem Livestream ein Experiment, aber hat mir persönlich auch nicht so gut gefallen an sich. Das Kommentieren schon, aber ja, die Qualität hat einfach nicht gestimmt. Dementsprechend ist es jetzt eine normale Prognose, kürzere Zusammenfassung als in der ersten Bundesliga. Aus zeitlichen Gründen sollte das allerdings klar sein. Trotzdem, mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, euch macht's auch Spaß. Viel Spaß jetzt. Los geht's mit dem ersten Spiel. Aue konnte sich mit 3 zu 0 gegen die Würzburger Kickers durchsetzen und jetzt war Greuther Fürth zu Gast im Erzgebirgsstadion. Greuther Fürth holte nur einen Punkt gegen den VfL Osnabrück zu Hause am Rohnhof. Das war ein bisschen enttäuschend hier, hatte der Gast aber die erste Möglichkeit. Der Schuss von Ernst wird jedoch noch abgefälscht. Knappe halbe Stunde gespielt. Die lila Veilchen mit dem Versuch nach vorne zu spielen. Fehler dann im Aufbau von Raum. Rizzuto legt quer zu Krüger. Und so eiskalt ist dann der FC Erzgebirge. Fehler in der eigenen Hälfte, schnelles Umschaltspiel für Erzgebirge, dann der Führungstreffer. Zweiter Durchgang, guter Beginn für Aue. Dimitri Nazarov scheitert aber an Sascha Burchardt, der hier eine richtig gute Parade rausholt. 50. Spielminute, also die Führung im Nachhinein mehr oder weniger verdient für die Gastgeber. Greuther Fürth hatte aber noch genug Zeit, das auszugleichen. Stunde gespielt. Havard Nielsen, schönes Auge für Sapai. Aber Martin Mennl ist zur Stelle. Aus spitzem Winkel kann er den Ball hier abwehren. Gut mitgenommen von Sapai. Der Winkel wird etwas zu spitz und dann ist er auch nicht wirklich gut platziert, dieser Ball. 10 Minuten vor dem Ende dann nochmal Aue mit der Möglichkeit, vorzeitig alles klar zu machen. Nazarov, anspruchsvoller Abschluss, scheitert abermals an Burchardt, der aber den entscheidenden Treffer des Tages nicht verhindern konnte. Es blieb nämlich bei diesem 1 zu 0 am Freitagabend für Aue. Nicht unverdient gehen sie hier siegreich gegen Greuther Fürth vom Platz und haben damit 6 Punkte nach 2 Spielen. Niedersachsen-Duell in Osnabrück. Hannover 96, einer der Aufstiegsfavoriten, ist zu Gast in den roten Trikots. Machten sie in der ersten Halbzeit ihrem Ruf auch erstmal durchaus alle Ehre. Sie waren sehr dominant, spielten sich Möglichkeiten heraus. Aber noch zu selten wurde es mal gefährlich wie hier. Mike Franz, der aber an Kühn scheitert. Die größte Möglichkeit im ersten Durchgang von Osnabrück kam nach vorne gar nichts und dementsprechend ging es auch folgerichtig torlos in die Pause. Hannover 96 musste sich ein wenig ärgern, keinen Treffer erzielt zu haben. Jetzt ein Fehler bei Hannover nach einem Einwurf. 5 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Reichel, Ken Reichel dann aber hier im Abseits. An sich nicht schlecht gespielt, aber das ist dann fahrlässig gemacht, wenn man mal vorne ist im Drittel des Gegners, im letzten Drittel des Gegners, dann muss man da auch mehr Kapital draus schlagen. Hannover 96 drückte jetzt wieder auf den Führungstreffer. Mike Franz zu Dominik Kaiser. Stark reagiert von Kühn, der seinen Kasten bravourös sauber hielt. Die zweite Hälfte war jetzt besser als die erste, weil eben auch Osnabrück versuchte, nach vorne zu spielen. Und der VfL, der mit dem Punkt in Fürth gut gestartet ist, wollte jetzt noch einen draufsetzen. Und Blacher mit dem Ausrufezeichen in der 74. Minute. Das wäre es nochmal gewesen. Esser streckt sich, muss nicht ran. Es blieb beim 0 zu 0 keine spektakuläre Partie hier. Und somit ist diese Punkteteilung auch durchaus in Ordnung. Fortuna Düsseldorf enttäuschte beim 1 zu 2 gegen den Hamburger Sportverein über weite Strecken. Aber davon kann Würzburg nur ein Liedchen singen. Sie verloren zu Hause gegen Aue mit 0 zu 3. Aber die Kickers hier mit Toko
Susi mit der ersten Möglichkeit. Es war nicht verkehrt, was die Gäste hier erstmal anbieten konnten. Aber Fortuna Düsseldorf war sich der Situation schon bewusst. Hier war eigentlich ein Dreierpflicht. 11. Minute, Fabian Giefer mit der Parade verhindert hier erstmal den Rückstand nach knapp 10 Minuten. Es war ausgeglichener, als man es hätte erwarten können, weil die Kickers nach wie vor auch nach vorne die Wege suchten und machten. Arne Feig zu Pfeiffer, quergelegt und Hermann in den Orbit. Geht weit rüber dieser Ball in der 40. Spielminute. Aber die Möglichkeiten waren da für Würzburg und sie waren immer wieder gefährlich. Sogar etwas gefährlicher vielleicht als Düsseldorf. Und auch der zweite Durchgang ging besser los für die in Rot gekleideten Gäste. Pfeiffer mit dem Kopf zu Toko. Was für ein Abschluss. 49. Minute, das 1:0 für die Gäste. Düsseldorf komplett desillusioniert. Und sie schüttelten sich lange, bis sie das wirklich aus den Klamotten hatten. Nur noch 10 Minuten knapp zu spielen. Hennings mit der Hacke zu Alfredo Morales. Der aber vergibt die größte Chance des zweiten Durchgangs für Fortuna Düsseldorf. Und damit zumindest den Punkt gewinnen. Es blieb bei diesem 0:1. Würzburg vollkommen überraschend gewinnt hier mit 1:0 in Düsseldorf. Und die Fortuna, die starten mit 0 Punkten in die Saison. Der SV Darmstadt hätte sich das gegen Sandhausen sicherlich auch anders vorgestellt. 3:2 verlor man da am Ende. Regensburg holte sich zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg zumindest einen Punkt. Darmstadt hier in den blauen Trikots machte aber im Merckstadion am Böllenfalltor deutlich mehr richtig zu Beginn. Sie hatten hier diese starke Kopfballmöglichkeit am Kasten von Meier jedoch vorbei. Regensburg aber auch mit Power nach vorne. Albasir jedoch verzieht den Ball komplett. Darmstadt war schon die bessere Mannschaft. Das konnte man hier so festhalten. Aber meistens war es dann zu ungenau kurz vor dem Tor. Hier Kempe versucht es aus der zweiten Reihe. Das ist an sich kein schlechter Schuss und keine schlechte Schusstechnik, aber der geht trotzdem übers Tor hinweg. Und Regensburg im zweiten Durchgang erstmal brandgefährlich. Schuhen muss eingreifen. Gute Parade, muss im kurzen Eck auch zur Stelle sein. Macht da Wert zur Ecke ab. Schlussphase. Wer konnte jetzt das Zepter ergreifen? Manu vielleicht? Naja. Meier, überragende Parade, trotzdem der muss sitzen. Nachspielzeit. Darmstadt jetzt mit dem Druck nochmal nach vorne. Melem tritt einmal drauf, legt quer und das ist Nicolai Rapp. 92. Minute, der Lucky Punch für den SV Darmstadt. Zum ersten Dreier in dieser Saison. Danach war Feierabend. Regensburg steht mit leeren Händen da und Darmstadt macht die Niederlage aus Sandhausen wieder wett. Eintracht Braunschweig musste sich den abgezockten Heidenheimern geschlagen geben. Jetzt Holstein Kiel zu Gast wurde nicht unbedingt einfacher. Die Aufgabe, weil Holstein Kiel auch gegen den Absteiger Paderborn spielerisch vor allem überzeugen konnte. Und auch hier war Kiel wieder richtig gut. Das ist Alexander Mühling. 9. Minute, 1:0 für die Gäste. Er hatte den Siegtreffer erzielt gegen Paderborn. Hier zeigt er seine Abschlussqualität ein weiteres Mal. Dornebusch bleibt bei diesem wuchtigen Schuss nur das Hinterherschauen. Kiel aber auch nicht fehlerlos. Kaufmann dann aber überhastet in der Situation. Nimmt den Ball direkt. Da wäre mehr drin gewesen mit etwas mehr Ruhe. Über eine halbe Stunde gespielt. Holstein Kiel machte es jetzt wieder besser. Meffert. Bartels. Schöner Pass und Johannes van den Berg zum 2:0. Sie waren auch ziemlich kalt dann vor dem Kasten. Viel mehr Möglichkeiten gab es nicht, aber die, die sie hatten, nutzten sie wirklich gut. Braunschweig wollte zumindest
Ein Punkt, dazu sollte der schnelle Anschluss her. Das ist Kaufmann, 49. Minute, aber doch recht deutlich vorbei. Das Bemühen konnte man der Eintracht nicht absprechen. Doch zu selten wurde die Mannschaft von Daniel Mayer mal gefährlich. 65. Minute, Kaufmann noch einmal. Däne mit der Parade hält das 2:0 aufrecht und in der Folge gab es weitere kleine Möglichkeiten für Braunschweig, aber nicht mehr das Entscheidende. Und so endete dieses Duell mit 0:2. Braunschweig also noch ohne einen Treffer in dieser Saison. 4 Gegentore. Kiel hat den perfekten Start hingelegt. 1:0 und 2:0 zum Auftakt. Der FC St. Pauli ist dem missglückten Start noch gerade so von der Schippe gesprungen. 2:2 trennten sie sich vom VfL Bochum. Heidenheim gewann 2:0 gegen Braunschweig. Die braun-weißen Gastgeber hier aber zunächst die bessere Mannschaft. Heidenheim zog sich erstmal weit zurück und musste dann die ersten Abschlüsse des Gegners hinnehmen. Kevin Müller streckt sich hier und hält stark. Hälfte des ersten Durchgangs schon rum, dann auch Heidenheim mal nach vorne. Stefan Schimmer fackelt nicht lange und macht's eiskalt. 25. Minute, das 1:0 für die Gäste. Etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt. Avevor kommt einen Schritt zu spät und Buballa, Himmelmann, bleibt nur das Hinterherschauen. Nachspielzeit des ersten Durchgangs. St. Pauli nochmal nach vorne unterwegs. Leert Paccarada, wunderbare Flanke. Und da ist Kevin Lankford mit dem Ausgleichstreffer. Zweite Minute der Nachspielzeit. Hält den Kopf hin, schöner Flugkopfball. Da ist Müller dann aus kurzer Distanz ohne Chance. St. Pauli drückte auf die Führung. Benatelli. Schere, schöner Pass zu Dittgen. Das 2:1 denkbar überfällig wäre zu viel gesagt, aber es lag etwas mehr in der Luft für St. Pauli. Noch 20 Minuten zu gehen. Auch Heidenheim zeigte sich jetzt mal wieder. Schimmer zu Schmidt. Ansatzlos. 70. Minute, das 2:1 für die Gäste. Auch das zu dem Zeitpunkt wieder eher überraschend. Aber sie machten ihre Möglichkeiten eben rein. Nachspielzeit. St. Pauli jetzt nochmal mit Daschner. Und da fehlt ganz wenig in der dritten Minute der Nachspielzeit. Er hatte beide Treffer vorbereitet am Montagabend. Ihm selbst war hier das Tor aber nicht vergönnt. Und so verliert der FC St. Pauli mit 1:2 zu Hause gegen Heidenheim. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, etwas besser sogar St. Pauli, aber sie haben ihre Möglichkeit nicht genutzt und so gewinnt Heidenheim nicht unverdient. Der VfL Bochum verschenkte kurz vor Schluss noch 2 Punkte gegen St. Pauli. Der KSC dagegen gegen Hannover 96 weitestgehend chancenlos, aber Hannover eben auch eine andere Kragenweite. Es wurde im Wildparkstadion nicht unbedingt einfacher jetzt für die Gastgeber, weil der VfL Bochum auch zumindest kleinere Ansprüche nach vorne meldet. Anschluss in der 5. Minute dann diese erste Möglichkeit, aber nicht gefährlich. Gerrit Holtmann mit der Flanke nur ans Außennetz. Der KSC dann aber auch nach vorne endlich mal vorstellig. Jerome Gondorf. Nicht schlecht. Manuel Riemann kann dann parieren, wehrt zur Ecke ab. Aus der resultierte dann nichts. Wir springen in den zweiten Durchgang. Der VfL Bochum fast schon etwas gezwungen dazu, hier einen Dreier mitzunehmen, damit der Abstand nicht direkt schon zu groß wird. Und es gab keine schlechten Möglichkeiten. Zoller hier aber im Abseits. Deswegen, naja. Und Karlsruhe mit Nadelstichen mehr gefährlich. Djurizin quergelegt. Achtung, Gamboa dazwischen. Und dann Jerome Gondorf, der am schnellsten schaltet. 71. Minute, das 1:0 für den KSC. Mit etwas Glück vor die Füße. Bochum musste jetzt aufmachen und wurde überrannt von Babacar Gaye, der eigentlich querlegen muss, den Ball von Riemann nochmal vor die Füße gelegt bekommt. Und in der ersten Minute der Nachspielzeit dann doch alles klar macht. Der VfL Bochum
riskierte vielleicht zu viel, setzte zu viel aufs Spiel. Und so verliehen sie hier mit 2:0 beim KSC. Für den VfL Bochum dann mit 1 Punkt aus 2 Spielen doch eher ein Fehlstart. Der erste FC Nürnberg trifft auf den SV Sandhausen und es ist selten, dass dieses Duell wohl auf Augenhöhe stattfindet, denn der SV Sandhausen, er überzeugte am ersten Spieltag komplett. Der erste FC Nürnberg mitunter gegen Regensburg beim 1:1. Sandhausen, die mit dem 3:2 gegen Darmstadt eben dementsprechend auch eine breite Brust hatten, besaßen hier die erste Möglichkeit, die Martinia jedoch gut parieren konnte. Der erste FC Nürnberg brauchte hier und fand dann den Weg in den gegnerischen Strafraum. Valentini quergelegt zu Johannes Geist, aber Freisel, der wirklich ein sensationelles Spiel gegen Darmstadt machte, ist auch hier wieder auf der Hut schnell genug unten und pariert damit den Ball. 0:0 zur Pause, der Club aber dann komplett ausgewechselt. Das ist Robin Hack. Pass zu Schleusner und das geht dann zu schnell. 1:0 für den FCN. 64. Minute. Gut von Hack gemacht. Dann durchgesteckt. Schleusner wird noch gelegt, aber der Ball findet trotzdem den Weg ins Tor. Sandhausen mit vielen Lücken. Jetzt Robin Hack alleine auf weiter Flur. 2:0, 70. Minute. Der SV Sandhausen ließ sich auskontern. Eigentlich etwas, das man von der Elf von Uwe Koschinat nicht kennt. Zumindest nicht in dieser Extrem. 2:0, also für den Club. Und es wurde noch spielerisch besser. Singh, Schleusener, kurzes Eck. Diesmal sieht Freisel nicht so gut aus, ist aber auch eine sehr kurze Distanz. 87. Minute, 3:0. Es wurde jetzt wirklich heftig für Sandhausen und das war ja immer noch nicht Schluss. 3. Minute Nachspielzeit. Langer Ball von Schleusener zu Nürnberger. Nürnberger, cool gemacht, überlegt gemacht. Fabian Nürnberger mit dem 4:0. Das hatte sich lange Zeit nicht angedeutet und ist am Ende des Tages trotzdem verdient, weil der SV Sandhausen wirklich in der zweiten Hälfte defensiv krasse Schwächen aufzuweisen hatte. Zum Abschluss des zweiten Spieltags trafen am Montagabend in der Bentele Arena der SC Paderborn und der Hamburger Sportverein aufeinander. Paderborn in den dunklen Trikots erwischte da den besseren Start. Prögers Flanke erst von Wagnumann noch geklärt, aber Okorochi setzt nochmal nach. Und da ist Antwi Ajay, dessen Schuss aber von Sven Michel geblockt wird. Eigener Mann steht da im Weg, dann auch noch im Abseits. Also da ist dann in dem Fall alles schief gegangen, was nur hätte schief gehen können. Der Hamburger SV aber auch in der Anfangsphase nach vorne aktiv. War ja gegen Düsseldorf beim 2:1 die deutlich bessere Mannschaft. Terodde zu Duziak. Das hat gut geklappt gegen Düsseldorf und hier wiederholt es sich. Vorlage Duziak, Treffer Terodde. 1:0 für die Gäste. Zingerle ohne eine Chance. Und der HSV jetzt mit richtig breiter Brust wollte hier dem zweiten Absteiger aus der Bundesliga die Suppe zum Saisonstart versalzen. 15. Minute Zingerle wirkte teilweise fast etwas bedient, weil das so einfach ging. Die Defensivschwächen von Steffen Baumgart und sein Mann ist ja in der Bundesliga vor allem ziemlich offenkundig gewesen. Aber da war es nach vorne immer noch ein bisschen spektakulärer. Das ließen sie gegen Kiel vermissen und jetzt auch hier daheim. Simon Terodde, das ist viel zu einfach. 0:2. Klar, Terodde ist ein überragender Stürmer. Er macht es richtig gut, aber das ist wirklich schon dann fast aufgeben und ergeben. Immer noch der erste Durchgang. Jasula, Terodde zu Jasula. Der läuft einfach durch und macht das 0:3. Was war bitte mit dem SC Paderborn los? Das gab's ja lange Zeit nicht, dass sie so schwach waren in der Defensive. Wenigstens nach vorne mit dem 1:3. Nein, dann war erstmal Pause, 0:3. Da musste sich der SC Paderborn von erholen. Das war wirklich ein miserabler Auftritt. Auch nach vorne kam lange Zeit gar nichts mehr. Jetzt eine Stunde gespielt. Vielleicht das schnelle 1:3. Für Spektakel sind sie doch eigentlich zu haben, aber da kommt von Kai Prüger solch eine Flanke. Völlig missraten. Und der HSV,
Er zog sich etwas zurück, machte aber nach vorne trotzdem seine Wege. Kinzombi 04, alles klar in diesem Spiel. 65. Minute. Heftiger Nackenschlag für den SC Paderborn. Aber das ging absolut in Ordnung. Der HSV gewinnt hier beim Topspiel in Paderborn mit 4:0. Und das kein einziges Tor zu hoch. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.